Also bei mir geht's jeden Morgen um 3.30 Uhr los. Da klingelt dann mein heißgeliebter Wecker und weckt mich. Kaffee macht natürlich auch einiges wett. Also ohne Kaffee würde es mich hier auch nicht geben. Also die Tasse Kaffee oder zwei oder drei am Morgen, das hilft dann auch noch sehr. Dann mache ich mir noch ein kleines Frühstück und dann geht es schon Richtung Sender, weil wir hier so um kurz nach 4:30 eigentlich eintreffen und dann ja um 5 Uhr auf Sendung gehen und dann eben bis 10 Uhr mit meinem Kollegen Markus Pöpperl das Allgäu wecken. Wir schauen kurz auf die Straßen. Wir haben eine Meldung von der A7 Ulm Richtung Füssenreute. Zwischen Dietmannsried und Kempten-Leubers eine Baustelle. Hier ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kommt zu Behinderungen. Wir wünschen gute Fahrt. Öfter kommt man mal kurzzeitig raus, dass man irgendwie, oder manchmal verschläft man auch, man hört so ein Lied und weiß, jetzt ist gleich der Einsatz und gleich gibt mir Markus Bescheid und dann denkst du, ah, und der Refrain und dann denkst du ans Wochenende und da war es ja auch so lustig und dann plötzlich, ja, denkst du, oh, Mist. Also, aber liegt halt auch an der Konzentration dann. Je konzentrierter du bist, umso weniger passiert es. Je mehr du geschlafen hast, umso fitter bist du. Wenn man natürlich ganz wenig geschlafen hat, muss man sich wirklich richtig am Riemen reißen, dass man einfach auch nicht trödelt, auch nicht abschweift, ja. Markus, wir dürfen den AOK-Tipp nicht vergessen. 49, aber erst war gerade. Ich laufe sehr, sehr viel Richtung Duracher Wald und so weiter im Wald und das brauche ich auch als Ausgleich. Dadurch, dass wir sehr, sehr präsent sein müssen, immer auf den Punkt konzentriert, wenn möglich, ist man einfach sehr angespannt. Und um dann wirklich runterzukommen und mal abzukühlen, gehe ich eigentlich jeden zweiten Tag nochmal eine Runde laufen und dann mache ich es mir gemütlich zu Hause. 4 Minuten nach 7:30 und damit schon. Der Worst Case ist, dass nichts mehr geht und das Studio abraucht. Also, dass keine Musik mehr geht, weil von Musik leben wir ja. Also, wir haben auch Information und Inhalt, aber Musik ist natürlich ganz wichtig, auch am Morgen gerade. Und wenn da mal irgendwas nicht geht, das ist der Worst Case eigentlich, dass es ruhig ist und du stehst am Mischpult und weißt nicht, was los ist und denkst dir nur, ich möchte jetzt im Erdboden versinken. Ein großes Loch soll sich auftun. Ja, das ist so das Schlimmste. Also wir haben uns schon vorher gut verstanden, bevor wir das zusammen gemacht haben, weil wir eigentlich ziemlich auf einer Wellenlänge liegen, also beide sportbegeistert sind und jetzt auch vom Alter nicht so unterschiedlich und auch so schon oft zusammen gefeiert haben. Und das hilft natürlich sehr, weil da keiner irgendwie Angst hat, dem anderen irgendwie den Rang abzulaufen oder dann auch mal was mehr zu machen. Wenn ich merke, der Markus ist heute nicht fit, dann gucke ich halt besonders oder helfe ihm eben auch am Mischpult und genauso umgekehrt. Langweilig wird es mir nie. Also, dass ich irgendwie dort sitze und mir denke, ach Gott, 9 Uhr, jetzt habe ich ja noch genau 4 Stunden bis zum Feierabend. Das habe ich die letzten 3 Jahre nie erlebt.